Ihr hört auch so gern Podcasts wie ich? Dann könnt ihr uns jetzt auch in der ARD Audiothek finden. Ernährungsdocs zum Hören. Ein Stück Kuchen, Currywurst, Nutella, Erdnussflips oder Kekse. Viele können da nicht Nein sagen. So ging es auch Simone Melchert fast ihr ganzes Leben lang. Gar nicht lassen konnte ich Süßigkeiten, phasenweise. So extrem, Tafel Schokolade, 10 Minuten, zack, weg. Großes, massives Essen. Also wenn der Teller voll war mit Fleisch, meinetwegen auch ein bisschen Gemüse, aber so Fleisch, Kartoffeln und Soße, das war so meins. Am besten süß und fettig. Das galt bei ihr sogar für Getränke. Jahrzehntelang hat sie nur Cola, Limo und Milchkaffee getrunken. Wasser vorher ging überhaupt nicht. An zuckerfreie Getränke kein Gedanken verschwendet. Doch warum fällt es so schwer, bei süß und fettig zu widerstehen? Das hat der Stoffwechselforscher Marc Tittgemeier in einer neuen Studie untersucht. Wir haben herausgefunden, dass fett- und zuckerhaltige Nahrung unsere Schaltkreise im Gehirn verändert und dass sich, wenn man sich länger fetten und zuckerreichen Essen aussetzt, sich auch Vorlieben dafür verändert, sodass ich davon mehr haben will. Denn was wir essen, beeinflusst, was wir denken und fühlen. Unser Gehirn ist quasi per Direktleitung mit dem Darm verbunden. Kommt Nahrung im Dünndarm an, registrieren unterschiedliche Sensoren, ob Zucker oder Fett in der Nahrung enthalten sind. Fett wird über den Vagusnerv ans Gehirn gemeldet, Zucker über den Spinalkanal. Beide Signale kommen im Belohnungszentrum des Gehirns an und sorgen kurzfristig für ein gutes Gefühl. In der Studie konnten die Stoffwechselforscher jetzt zeigen, dass sich das Gehirn dadurch sogar dauerhaft verändern kann. Während der Studie haben zwei Gruppen normalgewichtiger Menschen 8 Wochen lang zusätzlich zu ihrer normalen Nahrung einen Pudding am Tag gegessen. In beiden Gruppen hatte der Pudding gleich viele Kalorien, aber in der einen enthielt er viel Fett und viel Zucker. In der anderen Gruppe stattdessen viel Eiweiß. Vor und nach den 8 Puddingwochen bekamen die Probanden Milchshakes zu trinken. Mal mit wenig, mal mit viel Fett und Zucker. Dabei wurden sie im MRT untersucht, um zu sehen, welchen Effekt die 8-wöchige Gewöhnung an den hochfett- und zuckerhaltigen Pudding aufs Gehirn hatte. Das Ergebnis? Den Teilnehmern dieser Gruppe schmeckten die besonders fett- und zuckerhaltigen Shakes zum Schluss am besten. Und das konnte man sogar im MRT beobachten. Das Belohnungssystem des Gehirns war bei den an Fett und Zucker gewöhnten Teilnehmern besonders stark aktiviert. Dort hatten sich offenbar neue Nervenverbindungen entwickelt, die jetzt dafür sorgen, dass ihre Gehirne nach immer mehr Fett und Zucker verlangen. Aber die Konsequenz wird vermutlich sein, dass das auch erstmal eine Zeit lang so bleibt, dass man dann dieses Essen sehr viel lieber mag, auch mehr zu sich nimmt dadurch und in der Folge höchstwahrscheinlich auch an Gewicht zunehmen wird. Das Problem? Unsere westliche Ernährung ist voll von hochfett- und zuckerhaltigen Produkten. Man kann ihnen kaum entkommen. Fatal, wenn unser Gehirn unbewusst ständig danach verlangt. Denn dagegen können wir uns kaum wehren und greifen immer öfter zu, bei Fastfood und Co. Nichts ist für das Gehirn attraktiver, warnt Martin Smollig. Es gibt natürliche Lebensmittel eben nicht in der Kombination Fett und Zucker. Und das ist bei diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln der Fall. Das heißt, da haben wir die Kombination viel Zucker, viel Fett. Und das erzeugt in unserem Gehirn natürlich Effekte, dass das ganz heiß darauf ist, diese Lebensmittel zu bekommen. Und das führt dann dazu, dass uns gesunde Lebensmittel mit weniger Fett, mit weniger Zucker überhaupt nicht mehr schmecken. Und dadurch verstärkt sich dieser Effekt eben immer weiter. Und wir landen hinterher bei einer Ernährung, die quasi vollständig aus diesen fett- und zuckerreichen Lebensmitteln besteht. So war es auch bei Simone und ihrem Mann Sven. Sie gingen vor 2 Jahren mit 104 und 150 Kilo zu den Ernährungsdocs. Denn alleine fanden sie kein Halten bei ihren Essgewohnheiten. Man hat eine Routine entwickelt. Es muss Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendbrot, Tierenschüsselchen mit Schokolade, da Gummibärchen, Lakritze. Sie hatten von Kindesbeinen an gelernt, so zu essen.
Schon bei den Eltern kam viel Deftiges und Süßes auf den Tisch. Ernährungsdoc Matthias Riedel erklärte ihnen damals, Ernährungsgewohnheiten, die sich über viele Jahre ins Gehirn eingebrannt haben, sind schwer zu eliminieren, doch es ist möglich. Sie können diese Prägung noch verändern. Das funktioniert über den sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Man kann also sein Gehirn noch umprogrammieren, und zwar indem man offen ist für Neues. Das ist ganz wichtig dabei. Da muss man Geduld haben. Das dauert im Schnitt 60 Tage. Simone und Sven haben die Herausforderung angenommen. Viel Gemüse statt Fleisch gegessen, Tofu-Paste statt Leberwurst, weniger Süßigkeiten und nur noch einen Milchkaffee am Tag. So haben sie es schließlich geschafft, sich umzugewöhnen. Tada! Cola war ja das größte und längste Thema, was so diese Ernährungsumstellung für mich bedeutet hat. Und irgendwann war es da. Also ich hatte einen sehr, sehr langen Umgewöhnungsprozess und irgendwann brauchte ich das nicht mehr. Und jetzt bin ich an einem Punkt, ich finde sie sogar eklig, weil das so süß ist. Es war mir vorher nicht bewusst. Das zeigt, das Fett- und Zuckerdiktat des Gehirns ist zwar mächtig, doch man kann es auch besiegen. Ganz neu, die Ernährungsdocs als Podcast. Hört gleich mal rein. Wir zeigen euch, wie ihr mit der richtigen Ernährung Krankheiten lindern und vorbeugen könnt. Leckere Rezepte gibt's obendrein. Hier geht's zu unseren Folgen in der ARD Audiothek.